Die Tropfen ermöglichen mir ganz, ein ganz neues Leben und das ist nicht übertrieben. Wenn so ein Termin anstand, da war ich eine Woche vorher meist schon krank und hatte körperliche Symptome. Und jetzt bei diesem Elternabend hatte ich nicht mal Durchfall vorher. Also gegen Höhenangst, gegen akute Höhenangst kann CBD-Öl scheinbar dann noch nichts ausrichten, aber es gibt Schlimmeres. Ich meine, man muss ja jetzt auch nicht in seinem Alltag auf so krasse Aussichtstürme klettern. Ja, nachdem ich oft gefragt werde, wie es mir denn weiterhin mit dem CBD-Öl ergangen ist, werde ich heute dieses Video machen zum Thema 6 Monate CBD in Bezug auf ja, Angststörungen oder Ängste. Mit Schmerzen hatte ich ja auch so ein bisschen zu kämpfen, aber hier liegt der Fokus tatsächlich in der Wirkung, wenn man wirklich mit Angstzuständen zu kämpfen hat. Vor 6 Monaten habe ich beschlossen, die Tropfen einfach mal auszuprobieren. Eigentlich aus dem Spaß heraus. Und mal gespannt, was mich da erwartet. Meine erste Cannabis-Bestellung. Kann ich selbst nicht glauben. Oh nee, das gibt wieder Wirbel. Ach, guck an, die La. Jetzt nimmt sie Drogen, jetzt ist sie ganz verrückt. So. CBD-Öl. Also 5%. Nicht wirklich daran geglaubt, weil man grundsätzlich ich immer sehr skeptisch bin, wenn irgendjemand mit irgendwelchen Wundermitteln daherkommt. Wer meinen Kanal kennt, weiß das. Für die, die jetzt erst mich kennenlernen. Also ich habe mein Leben lang schon mit Ängsten zu kämpfen. Tausende von Ängsten und diese Tausenden von Ängsten haben sich vor ein paar Jahren in eine waschechte generalisierte Angststörung verwandelt, so dass ich dann tatsächlich komplett eingeschränkt war in meinem Alltag, in meinem Leben und Psychopharmaka nehmen musste. Ich habe damals Paroxat genommen und habe am Anfang die Wirkung sehr genossen, denn Paroxat fährt ja richtig komplett runter. Die ganzen Emotionen werden runtergefahren, somit auch die Empfänglichkeit für Ängste. Das war auch in den ersten, sag ich mal, ein, zwei Monaten ganz gut. Und je länger ich diese Psychopharmaka nahm, desto problematischer wurde es für mich. Denn ich kam mit mir selber dann auch nicht mehr klar. Also unabhängig von den ganzen Nebenwirkungen, die dieses Medikament hatte, hatte ich auch das Gefühl, dass Paroxat mir meine komplette Persönlichkeit nimmt. Ich war also sehr, ich bin eigentlich ein sehr emotionaler Mensch. Und wollte es auch gern bleiben, ich wollte nur halt eben keine Angst mehr haben. Aber das hat mit diesem Medikament nicht so ganz geklappt. Somit habe ich dann nach ungefähr 6 Monaten in Rücksprache mit meiner Therapeutin damals und auch dem Psychiater das Medikament abgesetzt auf eigenes Verlangen und habe mir gedacht, okay, das musst du jetzt irgendwie anders schaffen. Ja, ich habe mir dann damals gedacht, okay, du musst jetzt irgendwie eine andere Lösung finden. Das war gar nicht so einfach, denn natürlich kam mit dem Absetzen des Medikaments auch die Ängste wieder. Ich habe dann in der Vergangenheit viele Sachen ausprobiert, inklusive der Veränderung meines Umfeldes. Ich bin also ungefähr 700 Kilometer weit weggezogen von meiner alten Heimat
aus dem Rheinland nach Nordfriesland. Das hat sehr viel zu meiner Gesundung beigetragen, aber mir geht es hier oben in Nordfriesland deutlich besser. Also die ganzen vielen tausend kleinen Ängste sind dann schon deutlich besser geworden, auch durch den Umzug. Aber was nach wie vor geblieben ist und wirklich penetrant geblieben ist, ist eben die Sozialphobie oder die soziale Phobie. Angst vor Menschen, Angst vor sozialen Kontakten. Und ja, da habe ich dann auch immer irgendwie versucht, gegen anzukämpfen, in Anführungszeichen. Weil gewisse Sachen mich dann ja auch im Alltag einschränken. Es ging halt oft so, dass ich gerne, ja, wenn mein Mann irgendwo mit mir hin wollte, Veranstaltungen boykottiert habe, weil ich da einfach vom Gefühl her aus Angstgründen nicht hin konnte. Dann letztes Jahr im Dezember war ich dann frustriert, weil meine Lieblingsband in Hamburg spielte und ich mich nicht getraut habe. Weil ich gedacht habe, das schaffe ich nicht. Das war dann so ein Schritt, wo ich gedacht habe, okay, du gehst da jetzt hin, du fährst nach Hamburg auf das Within Temptation Konzert. Und das war wirklich, wirklich ein ziemlich großer emotionaler, psychologischer, angsttechnischer Akt für mich. Oh mein Gott. Ich bin gerade über diese Straße gegangen. Über diese Straße. Das ist krank. Ich will wieder nach Nordfriesland. Moin, ihr Lieben. Da bin ich. Wir haben jetzt kurz nach 8 und ich bin fix und fertig. Ich konnte heute Nacht überhaupt nicht schlafen. Geheult habe ich auch schon wieder. Und wo ich dann auch verschiedene Dinge dann ausprobiert habe, neben irgendwelchen Neurixan und Baldrian und einen Sekt getrunken und alles Mögliche. Und es war wirklich sehr aufwühlend und sehr aufregend. Und zwar in dem Maß, wo ich gedacht habe, okay, das machst du jetzt so oft auch nicht mehr. Denn es ist einfach too much. Too much, weil einfach diese Angststörung, diese Sozialphobie einfach unglaublich viel Kraft nimmt. Und natürlich kann man hingehen, das einfach akzeptieren und einfach in die Vermeidungshaltung gehen und einfach sich solchen Situationen nicht aussetzen. Aber ich habe ja vor, ich möchte das hier gerne ändern. Ich möchte das ja gar nicht mehr so, dass das so ist. Es sind ja dann noch immer so Kleinigkeiten. Beim Einkaufen geht das, weil da muss ich nicht in Interaktion mit Menschen gehen. Aber wenn ich zum Beispiel, damals war es so, im Kindergarten, da gab es dann öfters mal so Zusammentreffen, wo Eltern mit anderen Eltern zusammen sein mussten, sich kennenlernen. Das war für mich wirklich ein Horror. Da hätte ich mich am liebsten immer gerne ausgeklinkt, weil das einfach, ich kann das nicht. Oder ich konnte es nicht, weil es mir einfach vollkommen, es war mir unangenehm. Ich hatte Angst, teilweise auch körperlich. Ich kriege dann immer sehr schnell Magen- und Darmprobleme. Das ist ja auch nicht so toll. Ja, Herzrasen und dann diese Nichtfähigkeit von Smalltalk. Und dann vor 6 Monaten probiere ich diese Tropfen aus. Und denke mir, naja, wartest du mal ab, was passiert. Ich habe mir ja neben den Tropfen auch noch diesen Tee da gekauft. Und ich hatte eigentlich überhaupt gar keine Erwartungshaltung, ich hatte auch keine Vorstellung. Und alle, die das Video kennen, wissen, was da passiert ist. Und auch alle, die das Video kennen, eine Woche mit CBD-Öl, die wissen, wie es mir da ergangen ist. Nämlich diese Tropfen. Nämlich diese Tropfen. Und alles ist weg. Und jetzt, liebe Leute, nach 6 Monaten kann ich immer noch sagen, dass ich nach wie vor mich wie ein völlig neuer Mensch fühle. Die Tropfen ermöglichen mir ein ganz neues Leben. Und das ist nicht übertrieben. 5%, 5 Tropfen am Tag. Und je nachdem, wenn ich ziemlich verspannt bin, dann abends zum Schlafen nochmal, damit ich keine Rückenschmerzen oder sowas habe.
Also nach einer Woche, ich glaube, die CBD-Tropfen entfalten eigentlich so nach 2 Wochen Dauereinnahme ihre komplette Wirkung. Und bei mir ist das wirklich so, dass sie meines Erachtens, also von meinem Empfinden her, die komplette Wirkung von Paroxat übernehmen, also komplett die Ängste minimieren, runterfahren, aber eben nicht meine Emotionen. Das heißt, man ist nicht ein anderer Mensch, sondern nur, also diese Tropfen nehmen mir die Angst und die Anspannung. Man ist also wörtlich gesagt total gechillt den ganzen Tag über, aber nicht so, dass es einem alles scheißegal ist, sondern es wird nicht mehr überbewertet. Also das, was einem Angst macht, wird nicht mehr so unglaublich überbewertet, wie man das von vornherein immer macht. Und die größte Hürde für mich war ja auch damals, meine Lebensgeschichte zu starten. Ich hatte sie Ende des Jahres 2018 angekündigt, aber ich hatte immer Hemmungen. Ich hatte meine Lebensgeschichte damals schon mal in einem Blog schriftlich angekratzt. Hab's aber immer noch so ein bisschen unterm Deckel gehalten, eben aus Gründen von, ich wollte Rücksicht nehmen, weil ich Angst hatte vor Konflikten. Konfliktangst, die hatte ich sowieso. Ich bin grundsätzlich ein harmoniebedürftiger und ein vielleicht auch sogar harmoniesüchtiger Mensch. Ich hasse Streit, aber ich wusste eben, wenn ich meine Lebensgeschichte erzähle, werde ich da auf Konfrontation treffen. Ja, meine Geschichte beginnt halt eben auch mit einer ziemlich problematischen Kindheit. Und wenn man eine problematische Kindheit hat, muss man, ob man will oder nicht, auch von seinen Eltern erzählen. Und das war mir klar, dass meine Eltern, speziell meine Mutter, da Probleme mit haben wird. Da habe ich in der Vergangenheit immer Rücksicht drauf genommen, eben aus diversen Gründen, dass man Angst hat vor Konflikten und ich habe ja auch Kinder, es gibt, das zieht immer so einen Rattenschwanz mit sich. Deswegen hatte ich mich davor gescheut, aber dank der CBD-Tropfen wurde diese Angst vor dem Konflikt minimiert und somit habe ich dann den ersten Schritt gemacht und habe diese Serie angefangen. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr ja mal reinschauen. Den Start meiner Lebensgeschichte, den verlinke ich hier unten. Und ja, das war so der erste Schritt. Das kam so schleichend. Das war jetzt nicht so, dass ich die Tropfen genommen habe und gesagt habe, ach ja, jetzt habe ich keine Angst mehr, jetzt mache ich das. Sondern es war mir dann auch ein Bedürfnis. Jetzt ist es an der Zeit, das zu machen, also machst du es jetzt. Und dadurch, dass meine Angst minimiert war, war es auch kein Problem. Mit dem Start der Geschichte, dass ich mich dann auch innerlich schon darauf eingestellt habe, dass es den einen oder anderen Konflikt geben wird. Jetzt nicht nur gezielt mit meiner Familie, weil es wird ja im späteren Verlauf der Geschichte noch zu anderen wirklich krassen Geschichten kommen, wo ich ganz genau weiß, dass diejenigen, die es betrifft, absolut nicht wollen, dass das an die Öffentlichkeit gerät. Ich meine, ich nenne ja keine Namen. Ich nenne nicht die richtigen Namen, aber Menschen, die mich kennen und genau das nachvollziehen, wer da was, die wissen schon, wer es sein könnte. Ja, das ist mir, ich will nicht sagen egal, aber Menschen mit einer Angststörung, Menschen, die Angst haben und Menschen, die auch Konfliktangst haben oder eine Sozialphobie. Ich weiß nicht, ob es den Menschen genauso geht, dass, also bei mir war das immer so, dass wenn ich in einen Konflikt gerate und ich habe es immer vermieden, in Konflikte zu geraten, weil ich einfach nicht der Mensch dafür bin. Aber wenn es dann so passiert ist, war meine erste Reaktion der Schock, die Schockstarre, dann die Angst, die eigene Meinung zu vertreten, dicht gefolgt von der Erkenntnis, dass man sich wehrlos fühlt und klein fühlt, dann kann man nichts mehr sagen, dann fängt man an zu heulen und wenn man anfängt zu heulen, dann ist ja sowieso schon alles vorbei. Das war meistens so. Wenn ich in einen Konflikt geraten bin, war die erste Reaktion Schock, nichts sagen, schweigen und Tränen. Und auf der Basis kann man keinen Konflikt führen. Da kann man nicht für sich einstehen. Und in diese Situation bin ich dann natürlich nach meinen Videos geraten und war am Ende selbst erstaunt, mein Mann hat gesagt, ich war tough. Ob tough hier der richtige Ausdruck ist, weiß ich nicht, aber ich war schon emotional, aber nicht übertrieben emotional, schon sehr sachlich.
bestimmt und angstfrei. Und das habe ich bisher noch nie in meinem Leben in irgendeinem Konflikt gehabt, dass ich da angstfrei war. Wow. Und das haben die Tropfen tatsächlich bewirkt. Natürlich können die Leute sagen, mit denen ich jetzt diesen Konflikt hatte, habe, das ist ein Teufelszeug. Das hat mich total verändert, das Zeug. Das CBD-Öl hat aus mir ein streitsüchtiges Etwas gemacht, aber das stimmt nicht. Diese Tropfen haben mich von meinen Komplexen geheilt und haben mir das Selbstbewusstsein gegeben, für mich und für meine Sachen einzustehen. Das ist ein großer Unterschied. Und da komme ich auch dann schon zum nächsten Thema, denn es gibt ja auch so Wünsche, Träume und Ziele, die man so hat. Und es gibt viele Sachen, die ich immer mal gerne machen wollte, es aber aus die ich aus Angstgründen nicht gemacht habe oder nicht gewagt habe, weil einfach das Angstdenken zu groß war und wieder die ganzen Risiken einem aufgezeigt haben. Ich zum Beispiel bin zwar hauptberuflich Texterin und Autorin, mache das auch gerne, mache das auch weiterhin gerne, nur ich möchte mir noch so ein zweites, vielleicht sogar ein drittes Standbein aufbauen. Und habe zwei Unternehmen gegründet. Das hätte ich vorher nie gemacht aus Angst. Und auch das hätte ich nicht gewagt, wenn diese CBD-Tropfen mir nicht gesagt hätten, also wenn diese CBD-Tropfen nicht das Denken in mir auslösen würden, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und was ist, mach's einfach. Tu's. Mach's einfach. Hinterfrage nicht, tu's einfach. Dann CBD. Muss ich auch ganz klar sagen, als ich das CBD-Öl noch nicht genommen habe, inklusive meiner Medikamente für die Schilddrüse, habe ich in den letzten 2 Jahren unglaublich viel an Gewicht zugenommen. Also es war viel durch den Stress und auch durch die Angststörungen, durch die Medikamente. Viele Faktoren haben eben dazu geführt, dass ich wirklich extrem viel zugenommen habe und die Tendenz immer höher ging. Dank des CBD-Öls ist jetzt auch kein Wunder geschehen. Ich habe jetzt keine 20 Kilo oder 30 Kilo abgenommen, aber fast 5. 5 Kilo ohne Diät. Einfach nur, weil diese Tropfen eben diesen Stressfaktor nehmen, der auch dann teilweise dazu geführt hat, dass ich abends noch mir eine Tafel Schokolade reingezogen habe. Frust fressen. CBD-Öl nimmt einem den Grund zum Frustfressen. Das muss ich ganz klar sagen. Mal sehen, wie es weitergeht. Wenn ich mich dann noch ein bisschen mehr bewege, denke ich mal, wird das auch in Zukunft was, weil, wie gesagt, ich weiß, mein Übergewicht hat weniger mit dem Essen zu tun, vielmehr mit der mangelnden Bewegung. Und ich bewege mich ja auch gerne jetzt, weil eben CBD-Öl ja auch Schmerzen nimmt. Und ich war halt immer ständig verspannt durch die Sitzerei. Und diese Verspannung habe ich nicht mehr. Hinzu kamen dann auch noch Gelenkschmerzen. Ich bewege mich gerne, ich gehe auch gerne raus, aber es ist halt immer das Problem, dass CBD-Öl kann mir keine Zeit beschaffen und das ist das Hauptproblem, was ich habe. Vielleicht liegt es auch ein bisschen an meinem mangelhaften Zeitmanagement. Das wird noch. Ja, dann, ich war ja vorhin bei Wünschen und Vorstellungen, was man sich gerne so erfüllt. Und für mich war es immer ein Traum. Kurioserweise einmal in Wacken dabei zu sein. Und das hatte ich zwar auf irgendwo auf meiner Liste stehen, aber noch gar nicht so in naher Zukunft. Allerdings wurde mir dann ständig vor Augen gehalten, Wacken ist ungefähr 1,5 Stunden von hier entfernt, dass meine Lieblingsband dieses Jahr auf Wacken spielen sollte. Das hat mich natürlich dazu getrieben, aufgrund der Erfahrungen, die ich im Dezember gemacht habe, und es war einfach wirklich unfassbar geil, dass ich mir gedacht habe, komm, wie sieht's denn aus? Hast du nicht irgendeine Möglichkeit, doch nach Wacken zu kommen? Aber dann, durch ganz kuriose Umstände, so nach dem Motto, es sollte einfach so sein dieses Jahr, bin ich an eine Karte gekommen. Habe ich eine Wackenkarte gekriegt.
Nicht geschenkt, das muss ich da dazu sagen, aber schon so, dass ich nicht Nein sagen konnte. Ja, und dann gab es keine Ausreden mehr, weil wenn man eine Wackenkarte hat, dann muss man da auch hin. Ja, auf geht's. Ich glaube, ich mein's ernst. Ich fahr nach Wacken. Etwas, das kann ich bis jetzt noch nicht glauben, dass ich das durchgezogen habe. Inklusive Zeltübernachtung, inklusive in der Menge von mindestens 75.000 Menschen zu stehen und das mit einer Sozialphobie, das war wirklich, ich kann das immer noch nicht glauben, dass ich das gemacht habe. Ich bin da auch nach wie vor noch etwas überwältigt von, dass ich das gemacht habe und das war Anfang August, wir haben jetzt Anfang September, das ist schon ein paar Wochen her, aber ich bin immer noch total geflasht. Geflasht, aber auch teilweise immer noch geschockt. Das war wie so ein Schockzustand, wo ich gedacht habe, Scheiße, was hast du getan? Was hast du getan? Aber dank CBD-Öl. Und zu der Aktion muss ich noch was sagen. Da war es nämlich so, dass mir das CBD-Öl ein paar Tage vorher ausgegangen ist. Und ich wusste, wenn ich das CBD-Öl nicht nehme, werde ich das wahrscheinlich nicht durchziehen und habe dann den Rest, den ich noch hatte, so portioniert, dass ich noch für den Tag der Abreise und für den Tag danach noch was habe. Ja, eigentlich ist es Quatsch, wenn ich euch jetzt hier die ganze Wacken-Geschichte erzähle. Ich verlinke euch das Video in der Beschreibung und dann könnt ihr sehen, wie das da abgelaufen ist mit Wacken dank CBD-Öl. Ja, ich war in Wacken. Ich kann jetzt inzwischen halbwegs, es ist noch nicht hundertprozentig gut, aber das ist auch, das habe ich auch damals mit meiner Therapeutin besprochen. Es gibt eben Menschen, die sind Rampensäue, und es gibt Menschen, die müssen ständig mit anderen Menschen interagieren und eine Scharen von Mitmenschen um sich aufreihen, um sich wohlzufühlen. Bei mir wird das nie der Fall sein. Aber ich kann zumindest. Ich kann aber zumindest am öffentlichen Leben teilnehmen, ohne dass ich ständig Durchfall oder Angstattacken kriege. Also ganz klar kann ich sagen, dank CBD-Öl geht mir der Alltag viel besser von der Hand. Und je nachdem, wenn es gerade eine aufwühlende und stressige Zeit ist, merke ich das, wenn ich die Tropfen morgens nicht genommen habe. Denn dann ist dieses Gefühl der Beklemmung und des Eingeengtseins, dieses schlecht atmen können. Das fühle ich. Und wenn ich die Tropfen genommen habe, ist es sofort weg. Also nach 10 Minuten ungefähr, dann ist das weg. Und somit lässt sich der Alltag viel entspannter und gechillter bewältigen. Ja, dann hatte ich die Einschulung von meiner Tochter. Das war ja auch immer so ein Ding. Viele Menschen auf einen Haufen. Der Witz ist ja jetzt, nachdem ich aus Wacken wiedergekommen bin, ist natürlich der Running Gag bei uns zu Hause, wenn irgendwelche Probleme auftauchen. Du hast Wacken überlebt, also heul hier nicht rum. Und so ist es tatsächlich auch gewesen bei der Einschulung von meiner Tochter. Da waren auch, ich glaube, 400 Menschen in einem Raum. Und ich war schon ein bisschen aufgeregt, weil es ist immer blöd. Ich mag es einfach nicht. Ich muss nicht immer in so einer Menschenmenge Bei stehen. dieser Einschulung war es dann auch noch so, dass ich ja, empathisch veranlagt bin und sehr viele Emotionen auch immer aufnehme anderer Menschen. Und es war nachher wirklich so, dass ich in dieser Halle stand und die ganze Zeit geflennt habe. Und kein anderer hat geheult. Also ich war natürlich, was zum einen die Erkenntnis, dass meine Tochter schon so groß ist. Dann war ich aber viel mehr empathisch durch diese ganze Aufregung, die da in dieser Halle
angestaut. Da war ja so viel Emotionalität in dieser Halle. Und das war ja auch, das ist ja auch etwas, was meine Sozialphobie begünstigt, da ich manchmal Probleme habe, damit umzugehen, mit vielen Emotionen in einem Raum oder an einer Stelle. Bei der Einschulung war es eben so, dass es mich wirklich überkam und ich da stand und heulen musste, weil das einfach zu viel war. Nicht wegen mir, nicht wegen meiner Tochter, das war eine gesonderte Situation, aber es war einfach zu viel. Ja, zu viel Emotionalität da und da waren noch andere kleine Kinder, Schulkinder, die geweint haben vor Aufregung, vor allen Dingen, als sie dann in die Klassen mussten, da habe ich schon sehr mitgelitten, in Anführungszeichen. Und dass mir das passiert und dass das so ist, war früher immer ein unglaubliches Ding für mich. Ich habe mich in Grund und Boden immer beschämt, dass ich so bin und dass mir das passiert und dass ich da als Einzige von vielen so emotional bin und heule. Und dank CBD dieses Mal war es mir wirklich egal. Ich habe keinen Gedanken, okay, keinen Gedanken. Ich habe ein bisschen gedacht, so, ist jetzt ein bisschen unangenehm, dass sie jetzt hier heulen muss. Aber meine Güte, ist so. Es ist halt so. Du musst jetzt einfach heulen und wenn alle anderen nicht heulen müssen, dann können die sich ja freuen oder auch nicht. Aber ich habe es dann zum ersten Mal auch an diesem Tag nicht als Krankheit oder als Last angesehen, sondern vielleicht tatsächlich mal als Gabe, dass es eben eine Eigenschaft von mir ist, dass ich eben, ja, dass es eine Eigenschaft von mir ist, dass ich die Fähigkeit habe, sowas Emotionales aufzunehmen. Nicht immer schön, aber viele Menschen können es nicht. Ich kann es und man muss da nicht, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe keine Angst gekriegt. Ich hatte keine Angst, sondern es war so, wie es ist und ich habe es akzeptiert. Und das ist viel wert. Dann, im Rahmen dieser Einschulung, kam auch dann die Einladung zum Elternabend. Elternabende war für mich auch immer der Horror. Bei meiner ersten Tochter habe ich das die ersten Jahre dann mit Zähneknirschen gemacht, aber das ist allerdings auch schon mehr als fast 12 Jahre her. Meine große Tochter, die ist 17, die geht jetzt in die 13. Klasse. Da muss ich jetzt nicht mehr auf Elternabende erscheinen, schon seit Jahren nicht mehr. Aber jetzt bei meiner kleinen Tochter fing es eben wieder an und ich habe mich immer wieder in der Vergangenheit dagegen gesträubt. Das war wieder zu viel soziale Kontakte, man musste reden, man musste. Oh, Horror. Wenn so ein Termin anstand, da war ich eine Woche vorher meist schon krank und hatte körperliche Symptome. Und jetzt bei diesem Elternabend hatte ich nicht mal Durchfall vorher. Und das ist normalerweise immer so, wenn ich irgendwas Aufregendes habe, dann habe ich Durchfall. Nee, ich bin da zu diesem Elternabend hin, als hätte ich nie Probleme damit gehabt und ich habe mich auch nicht unwohl gefühlt. Es war nervig, es kostet Zeit, aber ich habe mich nicht unwohl gefühlt. Das war okay. Und das hat mich nicht gewundert, und das ist auch dem CBD-Öl zu verdanken. Finde, das reicht schon. Das reicht vollkommen. Oh. Ich hasse es, ich hasse es. Aber wie sagte mein Mann gerade eben, ich habe Wacken überlebt, dann werde ich ja das wohl auch schaffen. Sein.
fühle mich jetzt nicht besonders wohl. Ich weiß nicht. Mir ist das eindeutig zu hoch. Ich habe das Gefühl, dass das alles ein bisschen wackelt. Näher gehe ich hier. Oh, nee. Oh ja. Ich bin ein Angsthase. Aber ich habe echt Höhenangst. Also, gegen Höhenangst. Gegen akute Höhenangst kann CBD-Öl scheinbar da noch nichts ausrichten, aber es gibt Schlimmeres. Ich meine, man muss ja jetzt auch nicht in seinem Alltag auf so krasse Aussichtstürme klettern. Das ist jetzt nichts, was den Alltag bestimmt, deswegen ist es wurscht. Aber ich möchte es erwähnt haben, dass es nicht schön ist. Was mir noch eingefallen ist, das habe ich schon wieder vergessen, Stichwort Zahnarzt. Zahnarzt, ja. Ich habe ja in der Jugendzeit durch ein Praktikum bei einem Zahnarzt eine unglaubliche Angst vor dem Zahnarzt entwickelt, die dann natürlich dann später in Verbindung mit der generalisierten Angststörung sich dann auch wieder verstärkt hat. Das heißt, ich war zum damaligen Zeitpunkt bestimmt 5 oder 6 Jahre nicht mehr mit dem Zahnarzt. Außer mal vorher mal mir mal ein paar Zähne ziehen zu lassen. Und das war halt blöd. Und dank CBD-Öl habe ich mir wirklich Mut gefasst und bin dann einfach wieder zum Zahnarzt gegangen und bin da jetzt auch regelmäßig in Behandlung, damit das alles wieder in Ordnung kommt. Und es ist wirklich eine absolute Erleichterung, das muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man vor einem Zahnarztbesuch das CBD-Öl genommen hat. Man ist wirklich komplett gechillt. Also diese Panik ist dann nicht mehr da. Allumfassend muss ich sagen, nach wie vor, auch nach 6 Monaten, möchte ich sagen, dass ich nie wieder ohne dieses CBD-Öl sein möchte. Und wirklich allen Betroffenen von Ängsten, Schmerzen oder Problemen einfach mal nahelege, das mal auszuprobieren. Jeder Mensch reagiert anders auf diese Tropfen. Es ist kein Humbug. Und testet euch ran, wie viel Prozent ihr braucht. Ich bin mir sicher, ihr werdet es nicht bereuen. Ich habe jetzt 3, 4 Leute mit meiner Vorliebe für CBD schon angesteckt. Die sind wirklich unglaublich dankbar. Ich sehe gerade, das Licht wird schlecht. Deswegen komme ich jetzt zum Schluss zum Thema CBD und wünsche euch noch einen schönen Sonntag und bis bald mal wieder.